Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu einer anderen Ausgabe der deutschen Wisdom Factory. TheWisdomFactory.net ist meine Webseite, wo wir all diese wunderbaren Gespräche, die wir heute auch wieder eines führen werden, veröffentlichen und natürlich auf YouTube. Heute habe ich eigentlich gesagt, wer ich bin? Ich bin Heidi Hörnlein, ja, und ich bin in Italien und bin hier Teil des Online-Salons des Integralen Forums. Und da bin ich heute auch mit Daniela, die maßgeblich im Integralen Forum beteiligt ist, aber sie macht heute Co-Hosting mit mir. Und vielleicht sollte ich dich erstmal rübergeben, Daniela, dass du kurz was sagst. Ja, ich heiße Daniela Borsche, bin Facilitator, Entwicklerin und Begleitende und im Integralen Forum habe ich im Moment die Lead-Rolle, verschiedene Aufgaben und freue mich über das, was sich hier bewegt und was wir zum Thema Entwicklung auch beitragen und weitergeben können. Ja, so bin ich heute hier und gebe zurück. Ja, danke. Und als Gast haben wir Peter Widmer, der ein Buch geschrieben hat, was heißt Perspektiven, die alles verändern. Und wir wollen über diese Perspektiven sprechen. Und magst du erst mal kurz was zu dir sagen, bevor wir ins Thema einsteigen? Ich bin Peter Widmer. Vielen Dank für diese Einladung, Heidi und Daniela, und für diese Gelegenheit, diesen Podcast zu machen. Ich bin Zen-Lehrer in der Schweiz und ich bin unterwegs auch mit dem Map von Susanne Kuhn-Kreuter, also das Maturity Assessment Profile oder Maturity Assessment for Professionals. Das ist ein Entwicklungsstufenmodell der Selbstentwicklung. Und ich verbinde das mit Teilearbeit. Es gibt ja verschiedene Formen von Teilearbeit. Und die Form, die wir kreiert haben, zusammen mit meinem Partner Burkhard Lipke aus Hamburg, die nennt sich Innere Friedenskonferenz. So viel vielleicht für den Anfang. Ja, danke. Du sagst Teilearbeit. Was bedeutet das? Also wir können uns unsere Psyche so vorstellen, das ist natürlich auch ein Konzept, ja, dass sie unterschiedliche Anteile hat. Und viele kennen heute sowas wie den inneren Kritiker, das innere Kind, die Arbeit mit einer verantwortlichen Seite in uns und so weiter. Ja. Also das ist die Vorstellung, dass unsere Seele sozusagen, unsere Innenwelt sich ausdifferenziert in unterschiedliche Segmente oder Anteile. Ja, danke. Und das sind dann die Perspektiven, von denen du sprichst? Perspektiven, wie wir uns selber wahrnehmen? Das sind einerseits die Perspektiven, die Anteile. Ja? Also die, die wir gut kennen, sind meistens die, mit denen wir aufgewachsen sind. Ein kleines Beispiel. Wenn ich zum Beispiel als ältestes Kind von 5 aufwachse und schon früh von meinen Eltern die Verantwortung für die jüngeren Geschwister übertragen bekomme, dann kann es sein, dass sich so eine verantwortliche Seite in mir herausbildet. Und diese verantwortliche Seite, die besteht natürlich über die Herkunftsfamilie hinweg auch weiterhin, auch im Beruf oder in Familie, dann später in meinem Alltag bin ich die Person, die immer sieht, wo jetzt ich in die Verantwortung gehen kann. Ja, da, wo niemand Verantwortung übernehmen will, dafür engagiere ich mich dann und gehe in die Verantwortung, manchmal eben bis zum Burnout. Und was dann oft in der Strecke bleibt, das ist ein Teil, das sich ausruhen kann beispielsweise, das mal nichts tun kann, das nicht immer die Verantwortung übernehmen möchte, sondern die Dinge einfach mal zurücklehnend geschehen lassen kann. Ja, also es gibt Teile, die übernehmen und die führen dann buchstäblich unser Leben. Und solche, die wir nicht kennen oder die wir uns nicht angeeignet haben, die wir verdrängt haben, die als Kellerkinder ein Dasein fristen sozusagen. So, was ich jetzt da höre, bedeutet, dass der Mensch praktisch so eine innere Familie hat, viele, viele Teile in sich trägt.
Und manche werden gefördert in ihrer Entwicklung, vielleicht sogar zu sehr gefördert, wie du gerade hier dein Beispiel sagst. Man wird Perfektionist oder man nimmt zu viel Verantwortung. Und andere werden nicht so gefördert im Aufwachsen und deswegen sind die vernachlässigt. Und manche will man vielleicht auch gar nicht haben, nicht? Und, richtig. Und wie ist es dann mit der Selbstentwicklung? Also man stellt sich doch vor, selbst, das bin ich, ja, und ich entwickle mich. Also, wie geht das nur vor sich? Und Daniela, also, wenn du Fragen stellen willst, bitte gerne, gell? Also solange wir sozusagen nicht bewusst sind, dass da bestimmte Tendenzen, Seiten oder Anteile in uns unser Leben führen, denken wir, wir sind halt so, wie wir sind. Das heißt, wir sind unsere Anteile und da gibt es nichts außerhalb dessen. Und das ist sowas wie im Grunde genommen ein Vorurteil. Ja? Also wir nehmen uns für bare Münze und damit ein inneres Zentrum oder ein Selbst entsteht, braucht es sowas wie eine innere Distanz von diesen Anteilen, dass wir uns lernen, von uns selbst zu distanzieren innerlich. Und in der Teilearbeit ist das natürlich möglich und natürlich auch in der Meditation. Deswegen verbinde ich auch immer Meditation mit Teilearbeit. Ja? Und wenn wir uns beispielsweise aufs Meditationskissen setzen, und auch im Alltag, da gehen ja innere Dialoge erstmal ab. Das heißt, das, was uns im Alltag beschäftigt, das kommt auch aufs Meditationskissen. Meistens in der Reihenfolge, am Anfang, wenn wir sitzen, zuerst das, was uns gerade mal beschäftigt. Wenn wir in einem Retreat sind, so nimmt das, was uns gerade mal beschäftigt, ein wenig ab und plötzlich im Laufe der Tage kommen Dinge, die älteren Datums sind, aus unserer Vergangenheit mit aufs Kissen. Ja? Können dann plötzlich verletzte Kinder aus der Kindheit auftauchen, wo man denkt, oh, damit habe ich doch schon längst abgeschlossen. Ne? War mal eine Psychologin bei mir im Seminar und hat gesagt, ach, daran habe ich schon so viel gearbeitet, schon so oft und jetzt auf dem Meditationskissen, da scheint es schon wieder. Ich glaube es einfach nicht. Ne? Und das ist ja menschlich, das gehört zum Leben, dass auch die Dinge, wo wir denken, die haben wir aufgearbeitet, die kommen ab und an wieder und sagen, hallo, tschüss, Déjà-vu. Ja. Und gehört zum Leben. Und in der Meditation, durch die Fokussierung auf die Übung oder das Meditationsobjekt, haben wir die Möglichkeit, den inneren Anteilen, die da in uns sprechen, die emotionale Energie zu entziehen, indem wir uns mit der Aufmerksamkeit bewusst auf die Übung lenken. Sei es der Atem, sei es ein Koan, sei es ein Mantra oder was auch immer. Und dadurch wird den Anteilen in uns die Energie entzogen und es entsteht sowas wie unsere innere Mitte, die dann erfüllt ist von Stille, von Gelassenheit, von Offenheit, von Neugier, Zuversicht, Geborgenheit und so weiter. Und das sind dann Hinweise, dass eine innere Mitte, ein Selbst, wie ich das nenne, entsteht. Und wenn wir in einen therapeutischen Prozess treten oder in eine Arbeit mit den Anteilen, dann können wir diesen Prozess, diese Wahrnehmungen noch weiterführen, ja? Und auch schauen, welche Anteile leben nicht in unserem Leben. Gibt es vielleicht Gegenpole zu dem inneren Perfektionisten, zum inneren Kritiker, die noch nicht so ins Leben getreten sind. Und die Gegenpole können wir dann bewusst auch ins Leben rufen. Mhm. Und das auch in der Meditation. Ja, du sprichst jetzt, du hast jetzt etwas in Verbindung gebracht. Ja. Sprichst auch als Zen-Lehrer. Ich kann das gut nachvollziehen, selbst als Kontemplationslehrerin. Mhm. Genau das passiert in der Meditation mit dem Objekt, also sei es der Atem, dass zumindest zu Beginn sehr, sehr viele Gedanken kommen und dass da die inneren Anteile sich zeigen. Wie ist denn der Punkt der Entwicklung aus deiner Sicht hier? Also inwieweit kann dann dennoch, obwohl wir dem inneren Anteil hier eine Energie entziehen und ihn dennoch wahrnehmen, bewusster wahrnehmen, wie kann das konkret dann zu einer Entwicklung beitragen? Wo geschieht die? Geschieht die auch auf dem Kissen?
oder geschieht die in anderer Form? Also eine Entwicklung, die stattfindet, ist schon mal, dass sich eine innere Mitte herausbildet, ein Selbst. Das heißt, eine Bewusstheit für unsere Anteile. Und wenn wir uns jetzt mal das Entwicklungsmodell von Susanne Kuckreuter, die Selbstentwicklung, angucken, ja, da gibt es die selbstaktualisierende Stufe in der integralen Szene, auch integrale Stufe genannt. Und da geht es darum, dass wir sozusagen eine innere Mitte, ein Selbst, sich entwickelt, welches dann bewusst sozusagen auf frühere Stufen Zugriff hat oder bewusst frühere Stufen unserer Persönlichkeitsentwicklung integrieren kann. Wenn wir jetzt beispielsweise auf dem Kissen merken, da kommt eine Wut auf. Ja? Wut, wenn wir sie im Alltag ungefiltert, impulsiv ausleben, impulsive Wut, wenn wir uns dessen bewusst nehmen und die nicht ausleben, sondern uns sozusagen in unsere innere Mitte, mit der inneren Mitte verbinden können, dann sind wir disidentifiziert von dieser Wut. Und dann als nächsten Schritt kann Entwicklung aus diesem Selbst heraus entstehen, wenn wir über mehr Bewusstheit verfügen, sozusagen mit dieser Wut nun auch andere Wege gehen können, damit umzugehen. Uns überlegen, wie drücken wir jetzt diese Wut aus, auf welche Art und Weise, es muss ja nicht ungefiltert sein, denn was wir ungefiltert und impulsiv ausdrücken, das ist eher frühere Entwicklungsstufe. Ja? Und wir können beispielsweise der Wut weiter nachgehen und merken, ach, da ist ja auch eine Verletztheit dahinter, hinter der Wut. Oder da sind Wünsche mit der Wut verbunden, die ich ans Leben habe und die mir gerade nicht erfüllt werden. Und je komplexer sozusagen die Betrachtung der Wut und der Situation, in der sie auftritt, wird, desto mehr fördert dies unser persönliches Wachstum. Was heißt, also was ich jetzt daraus auch gehört habe, ist, dass diese Bewusstheit steigt, also diese Fähigkeit zu erkennen, was genau passiert, welche anderen Formen des Ausdrucks zum Beispiel von Wut ich finden kann, die meiner Entwicklung angemessener sind, die dienlicher sind. Und letztlich mündet es dann aber auf in ein Verhalten, das nicht mehr auf dem Kissen sitzt. Also in mein Ich, das agiert. Richtig? Richtig, richtig. Ja, ganz richtig. Also auf dem Kissen haben wir sozusagen unser Selbst als einen inneren Betrachter, der sich unsere Anteile betrachten kann, auch Möglichkeiten. Und dafür sind im Zen beispielsweise oder sicher auch in der Kontemplation und in allen anderen Meditationsformen eben Einzelgespräche häufig sehr sinnvoll mit Menschen. Weil in Einzelgesprächen ist dann die Möglichkeit, auch konkrete Lebenssituationen beispielsweise sich genauer anzugucken oder zu klären, um sich damit zu disidentifizieren, aber um auch neue Optionen und Möglichkeiten zu eröffnen und zu sehen für das eigene Leben. Und in der Meditation dann nachher alles wieder loszulassen. Meditation wird häufig auch beschrieben als ein Sumpf, auf dem ein Lotus erblühen kann, eine wunderschöne Blume. Ja? Und der Lotus, das ist dieses innere Selbst, dieser innere Beobachter, das ist die innere Stille. Doch die Themen, die da sind aus unserem Leben, die wirken sozusagen weiter in unserer Psyche. Und die wirken wie die Träume, die sozusagen von sich her die Tendenz haben, offene Gestalten zu schließen oder Probleme zu Lösungen zu überführen. Und deswegen verwende ich gerne diese Kombination von Meditation und Teilearbeit. Ich beziehe auch Traumarbeit mit rein, weil unsere Psyche arbeitet an den Themen weiter.
Das ist genau jetzt, wo ich fragen wollte. Bislang von Wilbur wissen wir die Wilbur-Combs-Matrix und Meditation wird im Allgemeinen zugeordnet zu Spiritualität, Aufwachen, während wir sprechen von Stufen und Stufenentwicklung, des Aufwachsen. Ne? Also, und ich höre dich jetzt sagen, dass du praktisch auch eine Aufwachsarbeit über die Meditation meinst, dass das geschieht. Und da würde ich dich nochmal bitten, das ein bisschen genauer zu sagen. Oder du sprichst von Teilearbeit. Du sprachst, ich glaube, in deinem Paper sprichst du auch von Genpo Roshi. Und fließt das jetzt zusammen, spirituelle und psychologische Arbeit? Oder ist da noch eine Trennung und was ist was? Und wie soll man sich das so vorstellen, dass man aufwachsen kann? Und dann das andere, was mir noch aufgefallen ist, du sprichst von dieser Selbstbeobachtung und so. Und das kommt mir eigentlich doch vor, als ist es richtig erst möglich, wenn man schon eine ziemliche hohe Stufe erreicht hat, der Selbstreflexion und dass man wirklich von außen sich sehen kann. Und ich weiß, ich komme jetzt gerade ein bisschen durcheinander, wie das zusammenhängt. Also in meiner eigenen Arbeit verbinde ich Meditation mit Teilearbeit aus dem Blickwinkel der Entwicklungsstufen. Und wenn jemand ins Einzelgespräch kommt, ja, also Meditation hat klassischerweise auch diese Wirkung, dass wir uns diese identifizieren können vom Alltag, je nachdem in welcher Tradition wir unterwegs sind, geht es darum, im Zen beispielsweise in die Non-Dualität reinzukommen. Meine Zen-Lehrerin sagte immer, Zen ist die Direktissima, der direkteste Weg in die Non-Dualität. Stimmt natürlich, klar. Also wir können jeglichem Denken entsagen und jeglicher Wahrnehmung und jeglichen Impulsen und Gefühlen in eine innere Mitte kommen, in eine innere Stille, Non-Dualität erleben im Zen. Und wenn wir rauskommen in den Alltag, dann bleibt aber alles trotzdem beim Alten, mehr oder weniger. Ja? Und unsere ganzen Anteile, die die Bühne geräumt haben während der Meditation, die sozusagen in der Garderobe des Lebens Platz genommen haben und warten und das Theater des Lebens ist sozusagen leer und still und wir erleben solche Qualitäten wie innere Geborgenheit und ganz bei uns sein und wir haben einen ganz unmittelbaren, direkten Zugang zur Natur, ungefiltert und fühlen uns ganz verbunden und erleben diese Verbundenheit ganz tief. Das ist ja oft sozusagen der Zweck im Erleben von Meditation, der uns sozusagen vollkommen befreit vom Alltag. Wenn wir dann aber wieder zurückgehen in den Alltag, dann sind all unsere Teilpersönlichkeiten wieder da, die kommen dann wieder. Und Ken Wilber hat ja auch, wie viele andere, darauf aufmerksam gemacht, dass es so etwas wie ein Spiritual Bypass geben kann. Das heißt, dass wir unsere Alltagsprobleme unter das Meditationskissen wischen können. Ja? Ich habe das selbst ganz gut erlebt. Er hatte mal zwei Jobs gleichzeitig. Einen in Berlin, einen am Bodensee, bin hin und her gereist und wenn man meditiert, hält man Stress unglaublich gut aus. Ja, kann ganz weit gehen. Also da habe ich nebenher, bin ich hin und her gereist, nebenher habe ich in Basel noch meine Mutter gepflegt und zu ihr geguckt. Und bin ich im Dreieck rumgereist, Mutter, Basel, Bodensee, zurück, wieder nach Berlin hoch und habe gemerkt, dass ich sozusagen den Stress, der mir das Ganze bereitet hat und die körperlichen Symptome, die dann kamen, im Grunde genommen unter das Meditationskissen gewischt habe. Ja? Das ist auch die Gefahr von MBSR-Trainings, denke ich, wenn die jetzt ganz instrumentalisiert werden für Unternehmen und sozusagen nur die Leistung ermöglicht werden soll durch Meditation. Ja? Und was ist MBSR-Training? Mindfulness-Based Stress Reduction. Also eine Form der Achtsamkeitsmeditation durch Atembetrachtung, Meditation, sanfte Yoga-Übungen mit Achtsamkeit, achtsames Wahrnehmen,
der Gefühle, der Körperempfindungen, des Denkens, mit ganz gezielten, konkreten Alltagsübungen, die übrigens sehr effektiv und sehr gut sind. Okay. Ja? Aber oft werden diese Trainings angeboten mit dem Hintergrund, noch mehr Leistung bringen zu können, noch mehr Stress aushalten zu können. Und ja, da können wir auch was verdrängen durch diese Übungen. Da sehe ich auch eine Gefahr drin, die ich selbst erlebt habe. Genau, also Spiritual Bypass. Spiritual Bypass, richtig. Nicht empfehlenswert oder gut, wenn man es erkennt, dass wir es tun. Richtig. Und deswegen braucht es meiner Meinung nach mehr als bloß Meditation für die heutige Zeit. Denn wir sind ja in der Regel nicht Mönche, die sich zurückziehen ins Kloster für 5 oder 10 Jahre, sondern wir leben in dieser Welt. Wir haben Familie, wir haben einen Job, wir haben Kinder, wir haben Alltagsprobleme. Und deswegen denke ich, braucht Meditation mehr. Genau, genau daran anknüpfen würde ich dich gerne fragen, wie sieht es aus, gerade weil du ja mit dem Entwicklungsmodell von Susanne Kuckreuter arbeitest, du darauf hingewiesen hast, dass du zum Beispiel im Doxan, also im Gespräch, innerhalb der Begleitung, dieses Modell nutzt, gemeinsam mit der Teilearbeit. Könntest du etwas mehr zum Modell erzählen für unsere Zuhörer und Zuschauer, die das nicht so gut kennen, bitte? Also es ist ein sehr nuanciertes Modell. Es ist ein Entwicklungsstufenmodell für Erwachsene. Und es unterscheidet 9 Entwicklungsstufen. Es ist viel feiner Dynamics und es basiert auf einem Test, einem Entwicklungsstufentest. Und dieser Entwicklungsstufentest ist ein Satz, Anfangstest, also ein Satzergänzungstest. Das heißt, da gibt es 36 Satzanfänge und man hat ungefähr 1 Stunde Zeit, die zu vollenden. Beispielsweise, wenn ich kritisiert werde, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das ist ein sogenannter halbprojektiver Test, semiprojektiver Test. Das heißt, man kann alles, was einem so im Kopf rumgeht, einfach hinschreiben und sagen. Man wird aufgefordert in der Einleitung des Tests, dass man natürlich möglichst authentisch sagt, wenn man kritisiert wird, Pünktchen, 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 was man dann tut oder wie man empfindet, was in einem dann vorgeht. Und bei diesen 36 Satzanfängen, um die dann auszuwerten und einem Menschen sozusagen eine Schwerpunktstufe zuzuschreiben, dafür gibt es ein großes Manual. Da sind alle möglichen Satzergänzungen gesammelt und kategorisiert in Entwicklungsstufen. Und es gibt 11 Kriterien, anhand derer wir als Auswerter sozusagen einen Satz bewerten oder Satzergänzungen in Stufen einteilen. Und am Schluss wird das durch verschiedene statistische Verfahren ausgewertet. Und man sieht, wo der Schwerpunkt eines Menschen liegt in diesem Modell mit 9 Stufen der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ein empirisch basiertes Modell, was sprachbasiert ist. Also wir gehen davon aus, je nuancierter unsere Sprache ist, je komplexer sie Zusammenhänge darstellen oder beispielsweise Gefühle wahrnehmen kann. Das heißt, je nuancierter unsere Gefühlssprache beispielsweise ist, desto später die Entwicklungsstufe. Ja, also so viel vielleicht zum Hintergrund. Und mit diesem Modell im Hinterkopf arbeite ich mit Persönlichkeitsanteilen mit Menschen. Und da habe ich gesehen oder entdeckt, dass Persönlichkeitsanteile häufig auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen unterwegs sind, im konkreten Alltag. Entwicklung ist für mich etwas sehr Dynamisches, das heißt, sie geschieht im Alltag, im Augenblick, immer wieder von Neuem. Es ist nichts Statisches. Wir sind mal auf einer Stufe und da bleiben wir dann in jeder Situation und für immer und ewig, sondern Entwicklung vollzieht sich ständig im Alltag immer wieder neu.
Und was hat es jetzt zum Beispiel eine Ähnlichkeit mit den Entwicklungslinien von Ken Wilber? Oder wie ist da der Unterschied und wie läuft das? Also die Entwicklungslinien, die beziehen sich ja zum Beispiel kognitive Entwicklung auf die Fähigkeiten, Erkenntnisse zu haben. Ja, kognitive Entwicklung, wie die sich vollzieht. Kleine Kinder denken in konkreten Begriffen. Wenn sie ein bisschen älter werden, kommt abstraktes Denken hinzu. Und so weiter. Also die Form der Kognition wird hier bloß untersucht. Oder Kohlberg beispielsweise, Stufen des moralischen Urteilens. Da wird untersucht, wie wir moralische Urteile fällen. Auch dafür gibt es natürlich Tests, ja, in denen Situationen vorgegeben werden und dann sollen die Probanden entscheiden, wie sie jetzt argumentieren würden. Und auch hier werden diese Argumentationsstufen des moralischen Urteilens dann in eine Hierarchie gebracht, in eine Entwicklungslinie. Und Entwicklungsteile oder Teile, Teilpersönlichkeiten kann man ja auch definieren als Zustände. Ja? Sie haben Qualitäten wie Gefühle, Körperempfindungen, eigene Bedürfnisse, Willensregungen oder Intentionen, Absichten, Bedürfnisse, Bestrebungen und sie sehen die Welt auf eine gewisse Art und Weise und sie haben auch Kompetenzen und Fähigkeiten und sie haben einen verbalen Ausdruck und einen nonverbalen Ausdruck und dieser verbale Ausdruck von unterschiedlichen Anteilen, den kann man so sehen, dass die Anteile eben auch auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen stehen. Das würde bedeuten, dass praktisch ein Anteil auch auf verschiedenen Entwicklungslinien unterwegs sein könnte. Wenn man so will, ja. Ja, also man kann jetzt beispielsweise die Stufen der moralischen Entwicklung, also des moralischen Urteils, kann man natürlich sehen als ein Anteil. Ja, ein Persönlichkeitsanteil eines Menschen, dann kann man sagen, du, ich möchte zu diesem Problem jetzt beispielsweise fremdgehen in der Beziehung, dann möchte ich mal wissen, was deine moralische Seite dazu sagt. Und je nachdem, wie die sich dann ausdrückt, kann ich natürlich erkennen, auch im Coaching, auf welcher Stufe in der moralischen Entwicklung diese Seite steht. Und dann kann ich bewusst hingehen und diese Entwicklung der moralischen Ansichten auch unterstützen im Coaching oder im Einzelgespräch, im Zen. Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Was bei mir gerade eine innere Frage ausgelöst hat, ist, wie du gesagt hast, dieser innere Anteil, das sind auch Zustände. Das heißt, Ken Wilber definiert Zustände anders, verschiedene Ansätze formulieren das anders. Und ich finde es interessant, dass du den Zustand zum Subjekt machst oder Subjekten. Ich frage mich, wie hängen die jetzt zusammen? Also diese inneren Anteile lassen mich einen Zustand erfahren und wer erfährt diesen Zustand? Mhm. Also wer hat dieses Gefühl? Hat der innere Anteil dieses Gefühl? Ja, wenn gefragt wird. Aber was ist da noch? Also wie verhält sich das im Verhältnis zum Ego? Ja, also die inneren Anteile, also ich unterscheide sozusagen das Selbst von den Egos. Und die Egos sind für mich sozusagen die inneren Anteile, mit denen wir im Alltag identifiziert sind. Ja, also da, wo wir uns nicht bewusst dessen sind, wie wir agieren und einfach mitgerissen werden von den Anteilen, wo wir identifiziert sind mit ihnen, das ist dann unser Ego. Und das hat bestimmte Wünsche, das hat bestimmte Bedürfnisse etc. 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 Und diese inneren Anteile können wir uns aus dem Selbst heraus bewusst machen. Und lernen sozusagen immer mehr oder öfter in unserem Alltag aus dem bewussten Selbst heraus zu handeln, letztlich. Und nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, Ken Wilber definiert Zustände anders. Ja, und er definiert ja die Zustände,
die außergewöhnlichen Bewusstseinszustände sozusagen anders. Das grobstoffliche, also das alltägliche Bewusstsein, das feinstoffliche, das noch feinere, feinstofflichere und so weiter bis zum ganz, ganz, ganz feinstofflichen Bewusstsein. Und das sind ja im Grunde genommen Zustände, die auch in der Meditation erlebt werden können. Oder eben altered states of consciousness, also veränderte Wachbewusstseinszustände. Ja, sind veränderte Zustände, die er thematisiert. Und er sagte auch, das sind Bewusstseinszustände, die viel fluktuierender sind als die Zustände in unserem gewöhnlichen Alltag. Also die verändern sich viel schneller. Und im Alltag haben wir eben den Begriff des Zustands und der hat ja auch eine Tradition. Das heißt, der kommt aus der indischen Tradition auch vor, also nicht nur in unserer westlichen Tradition, sondern auch aus der indischen Tradition und ist eingeflossen in den Buddhismus. Und da wird viel von Zuständen gesprochen. Und da geht es ja um die Kultivierung von inneren Zuständen wie liebevolle Güte, Mitgefühl, Gelassenheit, Mitfreude, Freude und so weiter. Da ist das ja verbunden mit einem ganzen System der Kultivierung von inneren Geisteshaltungen, von inneren Zuständen. Und ebenso kann man unsere westliche Teilpersönlichkeitspsychologie fassen als eine Psychologie innerer Zustände. Und das ergänzen durch dieses buddhistische Bestehen bereits der Kultivierung von Zuständen, wozu es ja mittlerweile extrem viele spannende Forschungsresultate auch gibt in den westlichen Wissenschaften. Ich weiß nicht, ob das jetzt klarer geworden ist oder ob jetzt die Verwirrung noch größer ist. Also das bedeutet, das sind eher die Phänomene, also Wilber nennt das die phänomenologischen Zustände, der unterteilt das ja nochmal. Das heißt, das sind sozusagen die Zustände, sowas wie Freude, Trauer, Schmerz. Da kann ich gut mitgehen, also diese Art Zustände mit dem inneren Anteil. Also das hat bei mir jetzt nochmal eine Erkenntnis. Heidi, hast du noch eine Frage? Du meinst, ja. Ja, für mich ist also immer noch diese so ein bisschen unklar, die inneren Stimmen, sagen wir mal. Ja? Ja, ich kann damit ein bisschen was anfangen, dass das Zustände momentan, wenn eine bestimmte Stimme spricht, dann bin ich in einem bestimmten Zustand. Und dann spricht eine andere und die kämpfen auch miteinander und alles Mögliche. aber ich habe das noch nicht so ganz raus, wie man dann auf Entwicklung kommt. Ich kann die einzelnen Stimmen vielleicht entwickeln, aber vielleicht auch nicht. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob ich die alle wirklich entwickeln kann. Und ich habe ja Hunderttausende von solchen Stimmen. Also das kann ich ja mit Sicherheit, also das ist eine lebenslange Beschäftigung, wenn ich die ein Stückchen weiterbringen möchte. So, ich kriege das nicht ganz zusammen mit Kuckreuder, ne? Da kennst du die verschiedenen Stufen und so und oder auch Spiral Dynamics und so. Ich krieg's noch nicht ganz zusammen, wie das zusammenhängt. Ein Beispiel. Ja? Satzergänzung bei Kuckreuter. Wenn ich kritisiert werde, dann werde ich ärgerlich. Danach hinterfrage ich mich, ob die Kritik vielleicht was mit mir zu tun haben könnte oder mit der anderen Person. Oder mit der ganzen Situation, in der wir uns befinden. Oder dass die Kritik vielleicht sogar was zu tun hat mit der Geschichte der anderen Person. Ja? Und wenn ich dann so weiter denke oder mich weiter treiben lasse mit diesen Eindrücken von Kritik, dann komme ich an einen Punkt manchmal, wo ich den Kritiker und mich selbst ganz objektiv betrachten kann. Und zuweilen fällt diese Differenz von Kritiker und mir vollkommen weg und ich erkenne, ich und der Kritiker, wir sind in Wirklichkeit eins.
Okay, dazu habe ich erstmal eine Meta-Anmerkung. Wenn ich höre Satzergänzung, würde ich einen Satz ergänzen und würde nicht so ein ganzes Kapitel machen. Wenn du aber dann so eine ganze Folge von Sätzen mit so einer Abfolge von Erklärungen und so weiter machst, dann kannst du natürlich mehr erklären, wie es bei dir abläuft. Also das ist und die Idee der Satzergänzungen ist wirklich authentisch, das zu sagen, wie du dich verhältst in konkreten Situationen oder was in dir vorgeht in konkreten Situationen. Ich habe zum Beispiel die von Terry O'Fallon gemacht, und da wäre mir nicht klar, ob ich dann wirklich nur einen Satz ergänzen soll oder ob ich da so einen ganzen Roman dazu schreiben soll. Mhm. Und wenn ich natürlich mehr Möglichkeiten habe, mich zu erklären, kommt wahrscheinlich ein anderes Ergebnis raus, als wenn ich nur den Satz ergänze. Also das ist auch so. Eine technische Geschichte, die ich ein bisschen unklar fand bei diesem Verfahren. Mhm. Ja, das macht schon Sinn, dass man daraus sehen kann. Trotzdem, wir sprechen ja jetzt schon, auch wenn ich so erzählen kann, ja, so eine ganze Abfolge erzählen kann, da bin ich halt schon in einer ziemlich hohen Stufe. Dass ich so reflektieren kann. Ne? Ja, ja. Was ist mit den früheren Stufen zum Beispiel? Ja, ja, aber du bemerkst, am Anfang wird er wütend. Ja, also wenn jemand das sagt, ich werde am Anfang wütend. Oder dann schreibt jemand vielleicht auch, ich agiere dann meine Wut aus und dann kommt dann vielleicht hinterher die Erkenntnis in dem Prozess. Das ist ja ein Prozess. Und gleichzeitig können wir auch sagen, das sind Anteile oder Teilpersönlichkeiten. Also da ist eine Seite, die ist offensichtlich wütend. Und die agiert auf einer ganz frühen Stufe der Entwicklung. Dann kommen aber andere Anteile, andere Seiten, aber die sind auf viel späteren Stufen der Entwicklung. Ja? Also ich kann da in den Abfolgen von Anteilen oder Seiten, die sich melden, dann auch eine Dynamik sehen. Wenn ich jetzt jemanden im Einzelgespräch habe und die Person spricht über ein konkretes Geschehen, ja, dann kann ich sehen, okay, das ist jetzt die Seite, die gerade spricht, kann ich mit dieser Seite, mit diesem Teil, mit dem Menschen arbeiten und kann sozusagen gezielt durch Hinweise auf die Entwicklungsstufen, kann ich die mit einbeziehen. Das muss ich nicht mal benennen im Einzelcoaching. Ja? Dann kann ich vielleicht fragen, glaubst du, es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, mit dieser Wut umzugehen? Und dann gucke ich, was kommt. Also ich kann die Fragen dann gezielt so stellen, manchmal, aber das geschieht natürlich alles nicht mit so einem gezielten System, sondern es geschieht ja auch intuitiv aus dieser Erfahrung im Umgang mit Teilpersönlichkeiten und mit Entwicklungsstufen. Okay, jetzt die Frage, wenn ich also jetzt so einen Test gemacht habe und irgendjemand sagt, was weiß ich, du bist jetzt Entwicklungsstufe so und so, was kann ich damit anfangen? Alleine mit dem Test. Okay, wenn du den Test gemacht hast und du kriegst ein sehr langes Manuskript, etwa Umfang 30 Seiten, und da sind Empfehlungen drin. Also wir können im Test selbst auch Psychodynamiken sehen und manchmal Problemstellungen eines Lebens. Und oft, wenn jemand wirklich authentisch den Test ausfüllt, auch Potenziale erkennen neben den Schwierigkeiten und Problemstellungen des Lebens und dann Empfehlungen abgeben. Ja, und es gibt viele Hinweise in dem Test, wie jemand auf Grundlage des Testes dann selbst im Leben weitergehen kann. Und meiner Ansicht nach bietet sich Teilearbeit halt sehr an, weiterzufahren und weiter zu forschen, wenn es um die eigene Innenwelt geht. Ja. Da stimme ich dir voll überein. Ich habe sowas ähnliche Arbeit gemacht, das Feminine Power Coaching. Da haben wir sehr stark mit den Teilen gearbeitet. Für mich ist immer noch nicht so ganz klar, wie ich diese jetzt schon bekannten, im integralen Umfeld bekannten Stufenmodelle genau damit verbinden kann. Und das sind mehrere Sachen. Ich könnte auch sagen,
warum sollte jemand so arbeiten oder nicht anders? Und verschiedene Fragen. Das wäre ja, eine klar. Ja. Ja, klar. Ja. Es ist ein Zugang unter vielen. Ja. Klar. Was mir einfach aufgefallen ist, als mir das immer bewusster wurde in der Einzelarbeit, dass Teile und Stufen was miteinander zu tun haben können oder dass man das so betrachten kann, dass sie was miteinander zu tun haben, ist, ich habe einfach mal genau geguckt, ungefähr auf welchen Stufen bilden sich welche Anteile heraus. Und ich habe das so geordnet in dem Buch, sozusagen, dass man sieht, und welche Gegenpole hängen damit zusammen. Also was ist gefordert, damit wir wachsen können, das zeigt dann auch auf, wo liegen Wachstumschancen in unserem Leben. Kannst du da mehr dazu sagen, welche Stufen und so, und welche Anteile da auftauchen oder verheimatet sind? Also Erik Erikson, um mit ihm zu beginnen, ja, wenn unsere grundlegenden Bedürfnisse nach Schutz, nach Sicherheit, nach Wärme, nach Geborgenheit, nach Adäquaten gespiegelt werden, als ganz, ganz kleine Kinder erfüllt werden, kurz nach unserer Geburt und in den ersten Wochen, dann kann so etwas wie Urvertrauen entstehen. Wenn diese Dinge nicht erfüllt werden, dann entsteht ein Urmisstrauen. Und die beiden Dinge kann man auch als Teile sehen oder als Stimmungen, die sich in unseren Körper einsenken und die unser Leben beeinflussen auf einer ganz grundlegenden Ebene. Und entsprechend, wenn jemand Urmisstrauen erlebt, besteht die Entwicklungsaufgabe vielleicht darin, sich ein sekundäres Urvertrauen im Leben zu erwerben. Ja, das ist ein Beispiel. Oder wir kommen auch zur Welt und sind ganz impulsive kleine Wesen. Das heißt, wir greifen nach allen Dingen, die wir gerade sehen. Wir richten unser Bewusstsein auf irgendetwas und unser Ausdruck ist ungefiltert und ungebremst. Das heißt, wir sind impulsive Wesen. Und diese Impulse werden bald mal gestoppt durch unsere Eltern und durch die kulturellen Vorgaben, in denen wir lernen, gewisse Impulse zu stoppen. Beispielsweise brav ins Töpfchen zu machen, das heißt Kontrolle unserer Ausscheidungsorgane, damit beginnt's, ne? Und dann kommen andere Kontrollen mit dazu, wie wir essen mit Messer und Gabel, wie wir uns anziehen und so weiter. Das sind ganz viele Normen, die internalisiert werden, womit Impulskontrolle stattfindet. Das heißt, auch hier sind zwei Dinge, Impulse, die ungefiltert ausgedrückt werden und Impulse, die gestoppt werden. Und je nachdem, wenn ein Kind jetzt nicht lernt, seine Impulse zu kontrollieren, besteht die Entwicklungsaufgabe darin, die Impulse kontrollieren zu lernen und lernen zu lernen, die Emotionen zu regulieren, was ja oft damit dann verbunden ist, gerade wenn Kinder Probleme aufgeben in Schule und einer Familie. Ja, und wenn sozusagen die Impulskontrolle übermäßig ist, dann ist vielleicht die Entwicklungsaufgabe später im Leben wieder zu lernen, Impulse auch ungefiltert zum Ausdruck bringen zu können, um sich selbst sein zu können. Ja? Und weiteres Beispiel, wenn eine bedürftige Seite, das heißt, als Kinder sind wir abgrundtief bedürftig, dass unsere Bedürfnisse von außen erfüllt werden. Aber wenn wir nicht lernen, die Bedürfnisbefriedigung auf später zu verschieben, dann können wir kein gelingendes Leben führen. Das heißt, es braucht sowas wie auch ein Zeitbewusstsein, ein planendes, vorausschauendes Verschieben können der eigenen Bedürfnisbefriedigung. Ja? Und das eine, das heißt, dass die Bedürfnisse immer befriedigt werden, da können dann so kleine Prinzen und Prinzessinnen draus entstehen, ja? Beispielsweise, die immer wollen im Leben, dass das Bedürfnis jetzt sofort und umgehend erfüllt und befriedigt wird, je nachdem, welche Bedürfnisse uns wichtig sind. Und wenn wir sozusagen einen Mangel erlitten haben an Bedürfnisbefriedigung in unserer Kindheit, also wenn das genaue Gegenteil stattgefunden hat, dann kann es sein, dass wir einen unstillbaren Hunger haben. Im Buddhismus spricht man oft von hungrigen Geistern, ja, dass wir sozusagen als hungriger Geist durchs Leben gehen, weil uns zu wenig Bedürfnisse erfüllt worden sind in der Kindheit und wir nun immer danach trachten, dass
Bedürfnisse von außen erfüllt werden und immer enttäuscht werden, weil sie nicht erfüllt werden. Und auch da ergeben sich dann aus dieser Dualität eine Aufschiebung der Befriedigung der Bedürfnisse und Mangel an Befriedigung von Bedürfnissen und so weiter, ergeben sich Entwicklungsaufgaben für unser Leben, wo wir wachsen können. Und das habe ich so durchdekliniert bis in die oberen Entwicklungsstufen mit Gegenpolen, die auf bestimmten Entwicklungsstufen prägnant werden, dominant werden, wichtig werden, aber oft sozusagen angelegt sind schon in der frühen Kindheit. Ja? Das ist ein schönes Stichwort. Also dieser unstillbare Hunger. Es gibt, gibt es so etwas wie einen unstillbaren Hunger nach Entwicklung? Also ich meine jetzt nicht die Evolution, die durchwirkt, sondern einen unstillbaren Hunger nach Entwicklung. Wir sagen den Integralen in der Szene ja gerne nach, was immer diese Szene ist, dass sie einen Hunger nach Entwicklung haben. Und ja, gerade Zen- und Meditationslehrer und Lehrerinnen sehen das anders, also sehen darin diese Gefahr. Und du hast gerade auch von den späteren Stufen gesprochen, die du untersucht hast. Wo wird dieser Hunger schwierig? Also was kann unser Ego damit tun? Ach, das ist jetzt eine schöne Frage. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, muss ich sagen. Hunger nach Entwicklung. Ich fände es ja schön, wenn es diesen Hunger nach Entwicklung, vielleicht ist Hunger, deutet auf einen Mangel hin, ja, dass man sich entwickeln möchte und dass wir uns unbedingt entwickeln müssen. Interessanterweise gibt es auch Auswertungen von Fragebögen bei Susanne Kuck-Kreuter, die zeigen, dass sich Menschen bewusst entscheiden, auch sich nicht weiterzuentwickeln. Ja? Ein Beispiel, wenn jemand in einer Institution mit Menschen arbeitet und plötzlich in eine Leistungsfunktion, in eine Leitungsfunktion gerät, kommt aufgrund der guten Arbeit, der verantwortungsbewussten Seite vielleicht eines Menschen, dann gibt es durchaus Menschen, die entscheiden sich wieder sozusagen aus dieser Komplexität der Leitungsaufgabe rauszugehen, weil sie mit den Menschen zusammenarbeiten wollen, weil ihnen das viel wichtiger ist. Oder es gibt Menschen, die sagen auch bewusst, ich will gar nicht wachsen, weil mir ist dann die Welt viel zu kompliziert. Ja, also es gibt auch durchaus auf Stufe 5, 6 bei Susanne das Konstrukt bewusst sozusagen die Menschen, die an der Fähigkeit ihres Geistes unendliche Konstrukte zu weben und Metareflexionen draufzusetzen, die daran verzweifeln irgendwie. Ja? In der integralen Szene ein Hunger nach Wachstum mag sein, ja, das hat man sich auf die Fahnen geschrieben, Wachstum um jeden Preis. Aber im Modell von Susanne Kuck-Kreuter zeigt sich ja auch, dass das Bedürfnis nach Wachstum erst auf späteren Stufen der Entwicklung beginnt, nicht wahr? Also vorher ist dieses Bedürfnis noch gar nicht so da. Aber es ist natürlich ein Faktum, dass wir uns, bis wir 24 sind, biologisch mal entwickeln. Unser Gehirn entwickelt sich, unsere Sprache entwickelt sich und wir wachsen quasi automatisch in was rein. Und ich denke, häufig sind es ja Knotenpunkte im Leben oder Krisen im Leben, die uns dann zu weiterem Wachstum motivieren, wenn irgendetwas nicht mehr weitergeht, wenn wir Hilflosigkeit spüren. Ne? Hilflosigkeit ist ja oft ein Gefühl, was in unserer Gesellschaft eher geächtet ist, weil es unangenehm ist, hilflos zu sein. Und wenn wir in der Lage sind, sozusagen Hilflosigkeit in uns wahrzunehmen und zu spüren, dann erst häufig beginnen wir nach neuen Wegen zu suchen, mit etwas umzugehen. Und dann entsteht auch häufig Wachstum, dann geschieht Wachstum. Ich wollte jetzt nochmal auf ein anderes Beispiel eingehen. Mhm. Du sagst, man kann sich entscheiden, nicht wachsen zu wollen. Und das kann oft der Fall sein noch und ist sicher oft gewesen in der Vergangenheit, in einer Partnerschaft, in einer Ehe oder so, dass der eine gerne weiter möchte und der andere nicht. Und dass man sich dann entscheidet, naja gut, dann gebe ich das halt auf und mache nicht, was ich eigentlich fühle, dass ich das gerne machen würde. Und jetzt komme ich auf die Anteile zurück.
tun wir da nicht was unterdrücken? Und das kann dann als eine neue, hungrige Stimme sozusagen dann unser Leben torpedieren? Mhm. Häufig, wenn jemand sagt, in einer Beziehung oder Ehe, ich wachse, der andere nicht, deswegen muss ich aus der Beziehung raus. Naja, man kann das so sehen, aber vielleicht gibt es ja da auch eine verletzte Seite bei dieser Person, die sagt, ich wachse, der andere nicht. Und sozusagen, dass ich wachse, der andere nicht, er geht nicht weiter, ist sozusagen dann das letzte Argument oder eines der vielen Argumente, weshalb man aus der Beziehung geht. Aus der Sicht des Erwachsenenentwicklungsmodells von Kukreuter könnte man auch sagen als Alternative, ich wachse, deswegen bin ich besser fähig, damit umzugehen, dass der andere nicht wächst. Wenn das passiert, dann ist das gut. Aber wenn das nicht passiert, wenn dann größere Konflikte und Unglücklichsein und sowas passiert, was soll man das Wachstum dann opfern und sich anpassen an das, was von einem verlangt wird? Und dann, wie gesagt, die inneren Stimmen, die werden dann verstärkt, die sich dann als Opfer sehen und die vielleicht ärgerlich werden und das dann wieder unterdrücken und so. Also ja, ein Kreislauf, der dann entstehen kann. Mhm. Was passiert dann? Also ich denke, dann würde ich mit dem Teil arbeiten, der sich als Opfer fühlt. Und da mal genau hingucken. Ich meine, das kann man nicht generell sagen. Das ist sehr individuell und spezifisch. Und deswegen finde ich eben Teilearbeit im Einzelgespräch oder im Einzelcoaching und dann zu sehen, was gäbe es noch für Alternativen, mit was umzugehen. Also sobald die Alternativen deutlicher werden, ändern sich dann manchmal auch die Begründungen dafür, weshalb man sich von jemandem trennt und wird wieder so mit seiner inneren Mitte vertraut, mit seinem Selbst, aus der man heraus dann nicht Gründe braucht, ich trenne mich jetzt vom anderen, damit ich wachsen kann, weil der bleibt stehen, sondern dann ist man wieder in einer offeneren Haltung, die von Offenheit, innerer Geborgenheit, auch von Mitgefühl für sich selbst und seine eigenen Anteile, mag das das Teil sein, das Opfer ist, mag das Teil sein, was sagt, ich muss mich jetzt trennen und ich muss jetzt gehen aus den und den Gründen, weil ich will wachsen, du willst nicht wachsen. Und dann entsteht sozusagen Mitgefühl für die eigenen Teile und auch für die Teile des anderen, die vielleicht nicht wachsen wollen oder die wir so betrachten, als ob sie nicht wachsen wollen. Und ich denke, das ist immer eine Sache von einer individuellen Teilearbeit oder Meditationsarbeit auch, wo der Geist und das Bewusstsein in seine innere Mitte kommt und der Lebensernst sozusagen ein wenig auch der Leichtigkeit Platz macht, auch in krisenhaften Situationen oder kann als Potenzial. Ja, und dann das Leben ein bisschen leichter wird. Und dann brauche ich nicht mehr so ein Argument, ich will wachsen, deswegen trenne ich mich, du willst nicht wachsen, bäh, ja, du bleibst stehen. Also dann wird das Ganze wieder aus der Mitte heraus versöhnlicher und menschlicher. Auch wenn wir uns trennen, ja. Ja, schön. Wir sind jetzt fast am Ende angekommen und ich wollte Daniela noch mal fragen, magst du noch was dazu bringen, fragen oder auch beitragen? Und dann werden wir dich noch über dein Buch befragen und wie Leute sich mit dir in Kontakt bringen können. Ja, danke Heidi. Ja, für mich macht es das sehr rund gerade, also zu dem Titel Perspektiven, die alles verändern und dieses Gegenüberstellen der Teilearbeit mit der Ich-Entwicklung. Und gleichzeitig kenne ich sehr gut eben auch das Modell Stages von Terry O'Fallon, auch die Anwendungen, die Kim Bartha hat in Bezug auf das Wachsen des Egos oder der Ego-Anteile. Der Dynamiken darin, die sehr eng mit einer Teilearbeit zusammenhängen, aber eben auch noch mit anderen Faktoren verknüpft sind, was die psychologische Arbeit sehr erleichtert. Und die Frage, die für mich nochmal da ist,
Du hast dich für das Modell von Susanne Kuckreuter entschieden für deine Arbeit. Welche anderen Modelle helfen für konkrete Bereiche? Also wo siehst du Verbindungen, wo siehst du Unterschiede, was ist noch dienlich? Also von den Modellen her, du meinst jetzt Therapieformen oder? Ich meine jetzt ganz konkret Entwicklungsmodelle. Entwicklungsmodelle. Entwicklungsmodelle, weil das ist das Hauptthema. Also ich meine, natürlich ist mir auch SDI geläufig, Spiral Dynamics, ganz klar. Und verschiedene Entwicklungslinien sind mir auch geläufig. Und verschiedenste Formen von Teilearbeiten, also von Genpo Roshi, der mit Gruppen arbeitet, Schulz von Thun, inneres Team, und was es alles noch so gibt an Teilearbeiten, inneres Familiensystem oder hypnosystemische Teilearbeit, das ist alles mit eingeflossen in die innere Friedenskonferenz. Ja? Also da sind unterschiedliche Modelle der Teilearbeit mit drin. Und ich habe das mit meinem Partner und ich arbeite auch sehr gerne mit Träumen, weil sich das sehr eignet, mit inneren Teilen auch mit Träumen zu arbeiten. Vor allem, wenn ich jetzt im Retreat bin und Menschen ja nachts träumen und die Träume sich dann verändern aufgrund dessen, was wir besprochen haben, die Traumerinnerung sich verändern kann und die Träume verträumen sozusagen ganz oft das, woran man gearbeitet hat. Und so entsteht in mehreren Tagen in einem Retreat eine Form von Arbeit, in der auch Träume mitspielen. Und Träume sind sehr ungefiltert und direkt. Und das ist eines meiner Lieblingsthemen, auch damit zu arbeiten. Ja, ich danke dir sehr, um auf meine Frage einzugehen. Und einfach allen, die uns heute zuschauen, nochmal den Tipp geben, immer mal wieder auf die Webseite der DIA zu schauen, also unter integralesforum.org und dann auf die Akademie zu gehen, weil wir dort ja auch immer wunderbare Angebote haben, also sowohl von Retreats wie von Möglichkeiten, sich auch weiterzubilden. Also das ist immer wieder eine gute Chance zu schauen. Und eben dann auch zu erkennen, wie Dinge zusammenkommen, wie jetzt in deinem konkreten Fall, in diesem Buch. Also wie sozusagen deine Erfahrung aus zum Beispiel der Ich-Entwicklung, der Teilearbeit hier zu etwas Neuem führen. Ich denke, das ist ja das, was wir alle wollen. Ja, dann gebe ich wieder an Heidi. Ja, danke. Ja, ich danke für dieses Gespräch und wir sollten nochmal darauf hinweisen, Perspektiven, die alles verändern. Heißt das Buch, es ist rausgekommen, wo? Wird Mitte August, Ende August. Und ich vertreibe es nur über meine Webseite. Ah, genau, dann sag doch nochmal deine Webseite. Dann sag nochmal deine Webseite. Das ist www.achtsame-selbstentwicklung, am Stück geschrieben, achtsame-selbstentwicklung.org. Genau, und da können mich die Menschen erreichen und dann steht sicher auch deine Angebote, die du sonst noch hast. Die Angebote, die ich sonst noch habe, die sind auf zen-integral.com. Okay, gut, da haben wir beide Webseiten, die werde ich dann auch auf der Seite in der Post, die ich dann aufsetzen werde, veröffentlichen. Ja, danke für das Gespräch. Es war interessant, muss ich schon sagen, es von einer ganz anderen Seite behandelt zu sehen, die Entwicklungsstufen und auch überraschend diese Zusammenführung, ja, von den beiden, von der Teilearbeit, wie du sagst. Es war mir als Begriff überhaupt nicht bekannt, aber es macht sehr viel Sinn. Und ja, wunderbar. Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr weiter, die Zuhörer und Zuschauer, interessiert seid auf weitere Podcasts, sowohl auf Englisch als auf Deutsch, thewisdomfactory.net. Da findet ihr ungeheuer viele Videos. Ich denke mal an die 300 zu vielen verschiedenen Themen. Aber alle so ein bisschen haben mit integraler Weltsicht zu tun. Insofern werdet ihr auch was finden, wo ihr euch weiterentwickeln könnt. Okay. Ja, danke schön. Und dann bis zum nächsten Mal.